Insbesondere geht es darum, einfach einen guten Arbeitsplatz in dem Sinne anzubieten. Es war vor 4 Jahren wirklich ein Baby. Das hat sich entwickelt. Das hat wirklich, wie der Dr. Singh gesagt hat, stehen gelernt, gehen gelernt, reden gelernt. Jetzt ist es selbstständig geworden. Und seit heuer ist es eben in ein neues Kleid gebettet worden, nämlich dem Top Company Award. Unternehmen geraten immer mehr in Schwierigkeiten, immer mehr unter Druck. Und wir haben außer unserer Qualität in der Dienstleistung eigentlich sonst keine Emotionen zu verkaufen. Wir brauchen Top-Leute und Top-Leute muss man dementsprechend gut behandeln, damit sie auch bleiben. Ein guter Mitarbeiter ist derjenige, der wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, wo Unternehmenskultur und die Werte des Mitarbeiters zusammenpassen und dadurch der Mitarbeiter so sein kann, wie wir es auch heute schon mehrfach gehört haben, so sein kann, wie er wirklich ist und seine Stärken ausleben kann. Das kleine Feinhotel Anderlan in Patschinz hat im Vergleich zu anderen Betrieben einen Leitsatz bei der Mitarbeiterführung, und zwar der heißt harte Linie, weiches Herz, wobei das weiche Herz viel öfter überwiegt. Das heißt Menschlichkeit, Fairness, vor allem Wertschätzung, denn es zeigt, dass zufriedene Mitarbeiter eine viel höhere Leistung bringen. Ordnung, Achtsamkeit und Zugehörigkeit, steht im Mittelpunkt, jeden Tag, bei jeder Entscheidung. Wir haben mit Mitarbeitern ein gemeinsames Leitbild erarbeitet. Da gibt es Werte zu definieren, Kultur zu definieren, und das ist das tägliche Leben einfach. Der Erfolg von Unternehmen macht aus, dass der Chef einmal gerade vorausgeht, klare Entscheidungen trifft, dass er die Mitarbeiter motivieren kann und dass er gute Mitarbeiter hat. Die Zusammenarbeit ist bei uns einfach super und ja, wir sind einfach ein gutes Team und ja, das freut uns natürlich, dass wir da den ersten gemacht haben. Es zählt auch die Unternehmenskultur, das heißt, was kann ein Unternehmen auch bieten, nicht einfach welche Werte, welche Vorstellungen, welche Handlungen bietet ein Unternehmen, damit der Arbeitsplatz attraktiv ist.